Moin Moin Leute, heute zeige ich euch, wie ihr eure bereits installierten Programme mit Hilfe der PowerShell auslesen könnt und diese in eine Textdatei schreibt. Ihr braucht auf jeden Fall administrative Rechte, also öffnet ihr die PowerShell ISE mit den Administratorenrechten, gebt dann get-appxpackage ein, dann eine Pipeline, dann select object und name, also für den Namen. Ihr wollt ja den Namen dieser Software. Und sobald wir das Skript jetzt ausführen, bekommen wir all die installierten Programme aufgelistet und diese möchten wir in eine Datei schreiben. Deswegen setzt ihr eine Pipeline und schreibt rein out-file und gebt den Pfad ein, in dem Fall c:// Ich habe hier schon einen Ordner vorbereitet, der nennt sich PowerShell. Und die Datei möchten wir programme.txt nennen. So sieht das Ganze aus. Ich habe das hier im Hintergrund schon mal gestartet. Der Ordner ist leer und sobald wir diesen Skript ausführen, wird eine Datei erstellt mit den Programmen. Hier sind diese einmal aufgeführt. Und ja, ich denke, das ist alles selbsterklärend. Macht das ruhig nochmal 2-3 Mal zu Hause nach. Vergesst bitte nicht, meinen YouTube-Channel zu abonnieren und ihn an Freunde und Verwandte oder auch an eure Familien weiter zu empfehlen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis bald.